So, willkommen. Da bin ich. Sonntagabend, Retrozeit. Wir machen Raffle Time und ich hoffe, ihr habt heute Glück und wünscht euch ein schönes, nettes Retro-Spiel, das mich nicht zu sehr fordern wird bei dieser Hitze. So, wir starten direkt und ihr könnt euch einloggen. Selbe Befehl wie zuvor, nur macht das jetzt nicht mehr Herr Mobot, sondern Herr Doublebot. Aber ansonsten hat sich nichts geändert. 15 Minuten für Normal-User, 20 Minuten spielen wir. Euren Wunsch, falls ihr Subscriber seid. Puh. So. Ich habe gerade nochmal aufs Thermometer geguckt. Ich hatte eben 31,4 hier drin. Also Nessie noch nicht ganz eingeholt, aber das, denke ich, wird in den Laufe des Streams noch passieren. Auf jeden Fall. So. Genau, ihr kriegt jetzt auch immer direkt ein Feedback, wenn ihr im Lostopf seid. Ist das nicht toll? Wahnsinn. Die Technik ist schon toll. So, Basti, Insider, Bomber, Patrick, Mesü, Electricity und Lycra Love sind bereits dabei. Ja, erstmal 10 Millionen Discord Alerts, ja. Das ist mittlerweile Standard, wenn jemand anfängt zu streamen, dreht Discord erstmal durch. So, machen wir mal einen Spieleordner erstmal öffnen. Ihr seht, ich bin wieder top vorbereitet. Dankeschön, Drake, für den Follow. Vielen, 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 vielen Dank. Viel Spaß im Stream wünsche ich dir. Heute ohne Cup. Und danke auch für den Host. So sieht's aus. Heute ein bisschen ohne Cup. Heute geht's mit den Haaren. Dann muss ein bisschen Luft an den Kopf, sonst geht hier gar nichts. Habe ich festgestellt und beschlossen jetzt. Ja, es soll ja nächste Woche noch krasser werden. Haben wir mal geguckt. Hallo Danny. Hi Electricity. Dankeschön für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Was hast du gesagt? Ja genau, es soll Freitag glaube ich 37 werden. Die Tage stand sogar noch 38, 39. Jetzt sind es nur 37. Ja super. Oder? Hallo Narr 64. Servus. So, okay, ich werde mal die Runde schließen. Oh. Na komm, Drake lassen wir nochmal rein. So, kannst dich nochmal einloggen, Drake. Das war kurz vor die Tür vor der Nase zugehauen. Alles klar. So, und geschlossen. Wir wählen aus. Gewonnen hat Narr 64. Sein Wortspiel. Narr, was magst du denn sehen? Haha, okay. Ja, Marco, servus. Ich hab dich im Discord gesehen. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Freut mich sehr. So, Viertelstunde für Narr und dein erstes Spiel. Whizball. Zweimal hier drin. Ich nehme einfach mal die Version, die als ganz oben steht. So.
Whizball sagt mir jetzt gar nichts. Oh, bisschen den Sound runter. So. Wow, wow, wow. So. Whizball. Noch ein Ürchen. So. Controller funktioniert. Fantastisch. Ja, ich hoffe, dir geht's gut, Marco. Lang nichts gehört. Jetzt schon locker mal zwei Monate, drei Monate, noch länger her. Highscore. Out. Ich hoffe nicht, dass ich dir das Spiel jetzt verrage. Ich bin's gewohnt. Also die ersten Wünsche in den letzten Wochen waren meistens richtig fiese Spiele. So. Get ready. Boah, psychedelisch. Okay. So, wir sind wie diese fliegende Melone. Das ist ja geil. Und es scheint ein Weltraumshooter zu sein. Wir können nach links ballern, nach rechts ballern. Okay. Es ist quasi ein horizontaler Flipper oder so was in der Art. Oh Gott. Cool. Warum kenne ich dieses Spiel nicht? Bin ich so dumm? Yes. Und die verwandeln sich in grüne Schleimkugeln. So, man muss irgendwie genau den richtigen Winkel treffen, um hier perfekt reinzuspringen. Links. Ich denke mal, so, wieder was aus der Spielhalle. Hey, das war gut. Na, das war... Ja. Boing, boing. Sehr schön. Nein! Wow, was eine schöne Animation. Fantastisch. Joystick rütteln, um das extra auszuwählen. Wow, hallo. Er hat sogar ein Gesicht, sehe ich gerade, Meloni. Wow, wow, wow. Heftig. Also mit Joystick rütteln tut sich hier irgendwie gar nichts. Aber sieht für C64 sieht das echt cool aus. Geile Grafik dafür. Respekt. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahr das ist. Bestimmt aus der bisschen späteren Zeit. Na. Ah. Ein Geschicklichkeitsspiel. Darin bin ich gut. So, eieiei. So, nach oben und unten tut sich da was? Okay. Hey. Also in die Röhren können wir alle rein. Nein! Fiese Fruit Loops hier. Oh, ich kann mich jetzt nicht auf den Chat konzentrieren. Das ist schwer bei solchen Spielen, sorry. Erstmal die komischen Dingels hier abschießen. Ah, nein, nein, nein! Shit! Blasen gehen mal extra. Schön. Whizball. Ich spiele die Wassermelone. Ja, das finde ich gut. Passt zu diesen heißen Temperaturen. Oberen Bildschirmrand gibt es eine Extra-Leiste, die sieht man hier nicht im Stream. Oh, stimmt. Moment mal. Das können wir ändern. So. Ne, habe ich abgeschnitten. So.
Ist eines der wenigen Spiele, die den kompletten Bildschirm des C64 nutzt. Deswegen, ein bisschen ungewohnt. So. Was ein geiler Sound. Super. So, ich sehe da ein Yin-Yang-Zeichen, ich sehe eine Bombe und ja, tolle Sachen, die ich da als extra hab. Ah. Mann, du blödes Ding da oben. Na, hä? Dann gehe ich eben nach links, wenn du mich nicht lassen willst. Das sind wenigstens Gegner, die mich fast gekillt hätten. So, lass mich das mal einsammeln. Okay, die sind natürlich wieder weg. So ein Spiel regt mich auf. Mann! Was sind Hypnotisches, ne? Jetzt! Rein da. So, ich komme hier besser zurecht. Nein, Hilfe! Schleimbälle! Boah! Kann ja auch kaum beeinflussen, wie ich springe. Höchstens die Weite. Was aber auch nicht so leicht ist, wie es aussieht. Ah, jetzt habe ich gerüttelt. Jetzt habe ich das extra ausgewählt. Ich weiß aber nicht, was es ist. Hat sich jetzt nichts geändert, aber es hat Klingeling gemacht. Toll. Irgendwas hat sich getan. Wollte ich die Blubberblase einsammeln? Ah, shit. Das sind Tomatis und ich mache Ketchup draus. Wie cool ist das denn? Ah, was sind das denn hier? Alter! Okay, das war gut. Ausnahmsweise mal. Gib mir die Blase. Nein! Oh, come on! Das Beste ist dieses Game Over-Gitarren-Solo. Das ist episch. Whizball. Eine Hypnomelone. Definitiv. Echt lang. Ja, ding dong, ding dong. Das könnten wir jetzt ewig so weitermachen. Jetzt. Okay, wir können es doch noch ein bisschen beeinflussen. So, was da unten diese, weiß nicht, Hufeisen bedeuten. Kein blassen Schimmer. Bin ich wahrscheinlich zu schlecht dafür, um da irgendwas zu reißen. Was bedeutet das? Immer wenn dieses komische UFO kommt, kommt dieser geile Beat. Hallo Chris, M. Oh, ja, ja, ja. Yes. Oh, das war... Nein, rechts! Ach komm, du blöde Melone. Nicht einfach das Spiel, aber hat was. Hallo, ich hab dich kaputt geschossen. Das zählt nicht. Boing. Das ist das schöne Spiel Whizball. Commodore 64. Da ist das Level zu Ende. Allein, das ist so ein C64-Sound. So geil. Ein Knopfhoff-Ding, ja, wie die meisten Spiele eigentlich. Muss man, glaube ich, länger als eine Viertelstunde spielen, um dann was zu reißen.
Aber nett, das mal zu sehen. Mal ein bisschen länger spielen, wenn wir mal wieder einen C64-Stream machen. So, boing. Nimm die Blubberblasen. Komm schon. Oh, der springt überall hin, nur nicht da, wo er soll. Ah ja. Yes. Okay, was habe ich jetzt? Was bringt mir das jetzt? Jetzt kann ich nach oben und nach unten ballern. Nee, die Melone hat jetzt Wi-Fi. Ihr seht das. Endlich Internet auf dem Mond. Ja, C64, das ist Wahnsinn. Für die damalige Zeit, was der für Sounds abspielen konnte. Das hört sich heute noch so gut an. Nicht so wie diese dudelnden DOS-Spiele. Das war ja grauenhaft. So, rein da. Rein in das Loch. Melone, Loch, rein. Nein. Bom, bom, bom. Weg da! So, jetzt habe ich noch einen Pfeil oder irgendwas. Was bringt mir der? Die ersten Extras. Wie mache ich das? Er hüpft immer noch. Komm jetzt rin! Noch ein bisschen weiter. Jetzt! Boah, das ist echt Ding der Unmöglichkeit hier. Ey! Achso, okay. Blase, direkt rütteln. Kann ich hier noch einen Gegner treffen? Mal gehen wir hier rein. Warum nicht? Boing. Hey, hallo. Na toll, die ist natürlich weg. Tomaten! Boah, der klar! Crap! So, habe ich gerüttelt. Oh, danke für die Mehrpower. Divinity! Ah, jetzt geht's besser. Stimmt, hast recht. Ja, ah. Ja! Toll, jetzt, wo die Zeit um ist, weiß ich, wie man es steuert langsam. Toll. Oder wie man es spielt. Jetzt ist das schön. Was bist du? Wow. Wirklich? Nice. Okay, komm. Kürzes Ründchen noch. Nein! Aha. Komm! Shit! Ja, komm. Sammel's ein. Er sammelt alles ein, nur nicht das, was er soll. Ja, komm schon. Jetzt. Ja, yeah, okay. Kontrolle. Kontrolle.
Oh, kleine Glitchemonster, weg mit euch. Cool. Echt cooles Spiel, wenn man rauskriegt, wie man es spielt. Macht das viel, viel, viel Laune. Gefällt mir extrem gut. Okay, Freunde. Eine neue Runde für euch. Das war echt schön. Dankeschön dafür deinen Wunsch. Und auf ein neues. Cooles Spiel. So, das war Whizball. Soßchen. Ich weiß gar nicht mehr, was es letzte Woche als erstes war. War aber auch ein gutes Spiel. Aber die Wochen davor, das erste Spiel war immer grauenhaft. Hatte ich überhaupt keinen Schimmer, was abging. Trauriger Tiefpunkt. Nein, 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 nein. Genau. Danny Rage. Das könnten einige noch kennen, woher das kam. Hi, Sideboss! Komm zurück. So, wen haben wir denn da alles? Basti ist im Top, Drake, Patrick, Heider, Ace. Chris, Insider Bomber Simpson 01, grüß dich. Electricity. Letzteres, Divinity, letzteres. Da hatte ich, glaube ich, vom Roboter gefühlt 98-99% geschafft und wurde dann gekillt. Gibt's auch noch als Clip. So, Runde zu Ende. Wir gucken mal, wer es diese Runde schafft. Und zwar Sideboss. Glückwunsch. Hat letzte Runde schon, letzte Woche schon gewonnen. Nicht schlecht. 20 Minuten für dich. So. SNES Roadrunner. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Pilot Wings! So. Na, Spiel, willst du nicht? Nö. Aber hier ist noch ein Roadrunner. Roadrunners Death Valley Rally und Looney Tunes Roadrunner. Mehrere Roadrunners für SNES. Vielleicht funktioniert das ja. Ich glaube, das habe ich mal gespielt, oder? War's das? Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, du kannst dir wünschen, was du willst. Hauptsache für die Systeme, die ich hier habe.
Egal was. Sollte nur ein offizielles Spiel sein, kein Hack. Die habe ich nicht da. Zippity Splat. So, eine Uhr brauchen wir noch, hä? Zwei. Miep. 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 Ah, der steuert sich so schlimm. So, was ging dann da alles? Miep, miep. Miep, 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 miep. Was schmeißt denn der hier nach mir? Schraubenzieher? Vogelfutter. Ei! Shit. Boah, die Steuerung ist so grauenhaft. So, das nehmen wir mit. Checkpoint. Yeah, ciao. So. Aber optisch sieht es echt sehr, sehr süß aus. Miep, miep. Miep. So, der kann ich auch wegpicken, die Viecher. Nein! Shit. Ohohoho! Wirklich? Jo. Hier nicht mein Freund! Geh doch hoch! Geh doch hoch und bleib da! So. Nicht, dass wir diese ganzen Fahnen hier aktivieren müssen, das wäre fies. Ah, hau mit deiner Walze. Nein! Miep! Miep! Oh, der nervt. Finish! Boing. Miep, miep. Okay, oh, wie viele Flaggen. Stimmt, das kann ich mir noch erinnern. Gab's echt viele. 16 Flaggen. Menschenskinder. Trampolin. Wow. Ich glaube, den konnten wir sogar auf seinem Ballon landen irgendwie. Wenn man gut war zumindest. Boing. Yes! Geiler Jump! So, die Flaggendinger sind mir jetzt wurscht. Hauptsache ich komme durch. So, links lang. Ich hoffe, das ist der Weg zum Ausgang. Sonst traue ich mich nicht zu rennen. Das ist wie bei Sonic. Kaum rennst du, Abgrund oder Gegner. Also ein Quatsch. Voll, den hatte ich schon. Ab hier! Ballonpenner. Nein, nein, nein. Och komm. Das ist ein Mist. Miep, miep. Bleibst du da? Eine Uhr. Die Uhr. Was hattest du dir letzte Woche gewünscht? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich verdrängt. Ist da was? Oh! Hallo! Ach, hör mal, wer da hämmert. Das war ganz schlimm.
Das war ja nicht nur schlimm, das war unspielbar. So, jetzt nicht abstürzen. Ich habe auch keine Energie mehr. Na, natürlich. Moin, Rampy. Warte, langsam, Freund. Nicht hier rennen. So, jetzt müssen wir hier hoch und uns nicht von dem Typen treffen lassen. Rechts lang. Nein! Ja, klar. Nicht rennen. Ah. Yes! Geil! Wann habe ich das damals denn gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. War das im Let's Play? Im Retro-Sonntag? Ich glaube. Oder war das in irgendeinem Stream? Jedenfalls, ich glaube... Ich habe nicht mal dieses Level damals geschafft. Oh, das ist schön. Jetzt kommen die Staubwolke, die wollen wir sehen. Genau, boom. Die waren mal schön. Ach, das waren die coolsten Cartoons damals. So, schön. Und weiter geht's. Sind das eigentlich alles Wüstenlevels? Meine ganze Serie spielt eigentlich nur in der Wüste. Wäre gut für die Spieleentwickler, hätten sie weniger Level-Design zu machen. Es ist nicht so schlimm wie Roccos modernes Leben, wo ich es echt so schade finde, weil das war so eine geile Serie. Und das Spiel sah auch so cool aus, war auch so witzig, aber vom Gameplay her war es eine Katastrophe. Hätten sie irgendwie ein ganz normales Jump'n'Run draus gemacht, so wie, weiß nicht, Plock oder sowas. Wäre das so schön gewesen. Ach, shit. Zu früh. Hallo? Und die toll. Plattform. Wo war die Plattform? Moin. Da ist die Plattform. Nach oben. Ich glaube, ich kenne die Folge, wo der als Flugkojote verkleidet war. Dann wird's mal Zeit, dass du Plock spielst. Geiles Spiel. Weil jeder sagt, es ist zu schwer, aber ich finde es genau richtig. Ist ein bisschen eine Übungssache. Miep, miep. Nein! Shitting. Miep. So. Nein. Nein.
Nein. Man weiß nie, wo der hinfliegt. Oh, der läuft da so komisch. Toll. Spring doch auch mal hoch, du... Oh. Steuert sich echt scheiße. Sehr träge, wirklich. Jetzt wieder unten. Oh, wo muss man denn da hin? Himmel, Arsch und Zwirn. Oh, Secret. Ein Leben, das war nice. Nach 5 Monaten, ja, da geht ja noch. Das geht noch. Oh, toll. Puh. Problem, man weiß echt in diesem Spiel nicht, wo man hinspringen muss. Meistens ist es verkehrt. Nein. So wie hier. War das kurz vorm Ziel? Echt? Ich muss jetzt mal ein bisschen langsamer machen hier. Ah, da. Versuchen, auf die Plattform zu kommen. Wo jetzt plötzlich keine mehr ist. Oh, die Musik ist auch echt scheiße, ja. Ich weiß nicht, was sie sich bei der Musik gedacht haben. Ganz grauenhaft. Da kommt sie, toll. Na, warten wir mal. Shit, meine Zeit. Wird auch ein bisschen knapp langsam. Hoffe mal, dass das Ziel gleich da ist. Yes. Yes. Kein Ziel. Noch so ein blöder Flaggenkack-Ding. Ja, wirklich? Was ein Scheißspiel. Was ein Crap. 6, 5, Zeit um. Ciao, Drake, mach's gut. Okay, Zeit ist um, aber ich lebe noch. Warum auch immer. Was muss ich denn hier drücken, dass der nochmal so hoch geht wie eben? Ich kapier's nicht. Ach so. Okay. Ja. Yes. Wollen wir noch ein bisschen höher? Nee. Aber so. Weg da.
Die ganzen Pfeilschilder wollen mich auch trollen, glaube ich. Kurz vorm Ziel, sagst du vorhin. Naja. Ah! Und hau ab mit deinem. Boah, was ein Mist. Das ist nicht spielbar. Was ein Mist. Eine grauenhafte Steuerung. Lizenzgurke, typisch. Links. Ich meine, wir kriegen immer was Lustiges zu sehen am Schluss, wie der Kojote wieder getrollt wird. Nein, 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 nein! Doch, 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 ich hab's geschafft. So, cool. Load Catapult, Long Spoulders, Fast Food. Sein Quatsch. Let's go, folks! Wenigstens das schöne Abspann, wie man ihn aus den Cartoons damals kennt. Continues gibt's auch keine. Schlechtes Spiel. Schöne Optik, schlechtes Spiel, schlechte Musik. 30 von 100. Tja, warum wohl Electricity? Denkt mal nach. Die soll nicht nur dem Streamer wehtun, sondern auch dem, der sie triggert. Aber die sind hauptsächlich für Horrorspiele geeignet. Bam. Dip, dip, dip. Ja, ich hab die der Länge nach. Längere Sounds habe ich teurer gemacht. Damit sie nicht so oft getriggert werden.
Hat's doch 500 Coins. Ne, süß. So, Zeit ist um. Schön, Gott sei Dank. So, neue Runde hat eingesetzt. Alright. Dann rein mit euch in den Lostopf. Sein Boss setzt eine Runde aus. Oh, schön. Kommt jetzt kein fieses Spiel als nächstes. Weiß ich das schon mal. Ja. Ja, die Alteingesessenen, die suchen sich meistens fiese Sachen aus. Mir mal aufgefallen. So, ah, jetzt machen schön viele mit. Gefällt mir. Doch, doch, doch. Natürlich stimmt das. Ja. Man kann sich ja immer nach unten vergleichen, ne? Und unter, hör mal, wer da hämmert, kommt nicht mehr viel. Vielleicht noch Hong Kong 97. Hi Lady Gaga. Ja, Twitch ist das neue YouTube. Wir sind ja nicht aus der Welt. Und gewonnen hat. Nessie, Gratulation! Jetzt kommt wieder japanische Skill-Power hier, denke ich mal. Ah, da hat schon jemand was vorbereitet, ne? Ich hab da mal was vorbereitet. Ein japanisch-koreanisches Spiel. Ohohoho. So. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Oho. Ladies. Das ist wieder nice. So. Das sieht aber wieder cool aus. Das bist doch du, Nessie, oder? Jean-Pütz. Ja, und? 93! So. Was haben wir denn für Options? Easy peasy natürlich. Selbstverständlich. Blub, blub, 1995. Wie warm? Hier drin ist es um die 32 Grad. Draußen glaube ich 33 oder 34. Ja, geil. Das ist ja nice. Okay.
klassischer Shooter. Wir schießen nicht nach oben, sondern seitwärts. Wir schießen seitwärts und bewegen uns nach oben. Das finde ich cool. Das ist wieder was Spezielles. Aber macht Laune. Bisher. Junge. Was ein geiles Zeug. Das hätte ich auch gerne hier. Einfach mal abheben und nach oben. So ein Jetpack. Ich hätte Angst, dass es aussetzt. Yeah! Power up! Hi, wer ist er denn? Where did you learn to fly? Nein. Diese Power-Up-Raumschiffe sehen ein bisschen aus wie die von R-Type. Hi, Spinne! Shit! Out! Hätte auch von der Spielmechanik ein Cuphead-Level sein können. Nicht vom Setting, aber hier, ja, dass wir irgendwie nach oben gezogen werden und alles wegballern müssen. So, unsere Kontrahentin, die ballern wir natürlich gleich mal weg. Yeah! Ciao, Bitch! So. Oh, noch Fische hier hoch. Ah! Shit. Oh, jetzt kommen wieder Melonen auf uns zu. Oder Rosenkohl, je nachdem. Oh, wir haben auch eine Special-Attacke. Oh, cool. Da hätte ich mir ein bisschen sparen sollen. Obwohl. So, muss ich erstmal aufladen. Ne? Das ist ein Dussel. Kann ich es auch irgendwie umdrehen? Nee, kann nur nach rechts schießen, glaube ich. Wow. Yes, ciao. Ja, ciao ich. Okay, dann machen wir nochmal. Noch auf easy, ja. Game over. Yeah. Einhornfischies. Speed up! Autsch! Aware up! Das ist Sega Mega Drive. Autsch. Ein Sonic Sound, oder? Hat's schon gehört? Limmering?
so olde hier. So, das ging. Ratzi, fatzi. Rosenkohl-Attacke! Ich glaube, ich habe zuletzt als kleines Kind Rosenkohl gegessen. Und da fand ich es scheiße. Seitdem habe ich nicht mehr probiert. Ohne Witz. Was ich auch ekelhaft finde, sind Radieschen. Habe ich mal fast gekotzt als Kind. Ich dachte, das ist sowas Leckeres, so wie Erdbeeren, weil die so schön rot sind und innen so weiß. Und dachte schon, die sind ein bisschen voll süß. Weil, boah, ich hab echt fast gereiert. Hab seitdem auch nicht mehr probiert. Shit. Hey, ich glaube, ich habe ihn. Ja. Geil. Sehr schön. Was ich gern mag, ist Blumenkohl, Brokkoli, sowas. Tomatis natürlich. Dankeschön. Tschüss. Was ist die süß? Ordinary D. Das wäre auch ein cooler Name für Twitch. Cooler Kanalname. Ordinary D. Hallo? Was hat die ihm in der Hand gehabt? Okay. Das sah komisch aus. Paprika, ja, mag ich auch nicht besonders. Als Gewürz, ja, aber nicht so als Gemüse. So, als klassischer Horizontal-Baller-Baller-Shooter. Upsi. Hopp, tot. Was zur Wir haben echt nur ein Leben und null Continues. Das ist ein echtes japanisches Spiel. Junge, Junge. Oh doch, wir haben... Oh, jetzt haben wir auch Continues. Aber wohl erst nachdem wir das erste Level aber abgeschlossen haben. Vorher bringt ja ein Continue nicht so viel. So. Ah! Zug fahren! Alter, ist das schwer. Okay, sie ballert nach links. Ja. Teamwork, bitte! So, Kontra auf Drogen ist das hier. Cool. Ein bisschen unübersichtlich. Park. Hilfe! Yes! ICE. Da die Bahn das nächste Mal, wenn sie nach Ausreden für ihre Verspätung sucht hier, ne? Sowas hier. Und sie diese Bilder zeigen. Hallo! Das ist eine Schwebebahn, oder? Sind wir hier in Wuppertal? Und der schmeißt mir Tomaten. Was geht denn hier ab? Ist ja herrlich. Wah, 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 wah. Hi, Punk Rock Diver. Ich hätte mal die Weapon ziehen sollen.
Menschenskind, diesen Scheiße, diese Dinger. Mann, hier hält was aus. Dumme Schlange. Ja, toll! So. Sind wieder voll aufgeladen. Vielleicht jetzt. Shit. Kabusch. Was ist er denn? Mann, der hält was aus. So. Jetzt wäre Weapon gut. Ja, geht schon. Autsch! Nein! Autsch! Hey, Sachbeschädigung hier. Chit. Boom. Fuck! Komm, jetzt aber. Dass man die Powerwaffe sehr. Ach, hier ist so nervig hier am Anfang. Ja, hier habe ich auch noch keine Power. Natürlich. Mann. Ah, so kann ich die eine umdrehen. Ich jetzt erst. Nee, dann bleibt man lieber in die andere Richtung. So war es noch am besten. Im Schluss können die Ball. Okay. Ah, ja, hast recht. Kann man wirklich einsammeln. Ich dachte, das wäre ein Geschosse. Das sind Energiedinger. Dann schaffen wir es ja jetzt vielleicht. Shit. Thank you.
Scheiße! Yes. Ist das scheiße. Das Spiel ist so gut, aber fuck, schwer. Boah. So. Ich glaube, die Schlange, die können wir gar nicht killen. Aber nur ausweichen, ne? Wenn wir uns unsere Weapon auch sparen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Egal. So, wir sind wieder aufgeladen. Wow, wir haben komplett unsere Energie. Wow. Ach, zählt weiter. Wirklich? Zählt da wirklich weiter die Energie? Jetzt haben wir 10 Energiepunkte. Aber bestimmt im Easy-Mode so. Tatsächlich. Ich werde narrisch. So, den Boss versuche ich noch, aber wenn die 20 Minuten jetzt um sind, sorry. Das will ich noch schaffen. Shit. Damn. Kaboom. Stirb, du Penner. Was ist das für einer? Sieht echt komisch aus. Ah. Bäm! Was? Es geht noch weiter. Oh, schade. Die Zeit schon um. Ah. Das müssen wir irgendwann mal auf jeden Fall spielen. Soweit es geht. Ich muss die ganzen Spiele mal aufschreiben, diese japanischen, und dann machen wir mal einen kompletten Stream von. Okay. Sehr schön. Danke, Nessü, für den geilen Wunsch. So, und es geht weiter. Neue Runde. Neues Glück. So. Battle Mania. Also, Nessü, heb mal diese Liste, die du da hast, auf. Echt gut. Sehr schön. So.
Und schon wieder 20.11 Uhr. Warum geht die Zeit immer so schnell rum? Verdammt. Dankeschön, grüß. Mountain Black 88, ja, Fortnite ist so ein Fame-Spiel. Da erreicht man auf jeden Fall viele Zuschauer im Moment damit. Aber das ist so ein Trend wie Minecraft damals. Dankeschön, dass du hier reinschaust, freut mich. So, Runde geschlossen. Und gewonnen hat Rumpy. Glückwunsch. Sag schon mal nein, nein. Ja, dass du dir komische Sachen wünschst, habe ich auch schon letzte Woche gemerkt. Mikrohexagon. Gibt's nicht. Ich habe kein Spiel namens Mikro Hexagon hier. Auch nichts mit Hexagon. Moment. Ah, ich glaube, ich habe einen falschen. Stimmt, ist ja alphabetisch. Ich muss mal. Sollte auch bei M gucken. Aber hier steht's auch nicht drin. Mikro. Sehr viel mit Mikro, aber nichts mit Mikrohexagon. Vielleicht nur Hexagon. Hexagon gibt's einmal, aber kein Mikrohexagon. Sorry. Irgendwas anderes vielleicht? Kannst jetzt auf die Schnelle hier nicht holen. Das ist bei C64 immer, da gibt es so viele Spiele. Kann es mal sein, dass eins nicht dabei ist. Annabelt. Auch nicht. Ja. Ich habe hier bestimmt 10.000 Dinge, aber du schaffst es wirklich, Spiele zu wählen, die ich hier gerade nicht drin habe. Snake on a Plane. Snake for One gibt's, aber kein Snake on a Plane. Nö, sorry. Auch nicht.
Ja. Electronic Arts. Oho. Skill Beginner. Natürlich. Press a button, the controller you will use. Oh, Minigolf! Wacky Windmill! Okay. Steuert mal das denn? Ich drücke nach unten und es geht nach rechts. Ich drücke nach oben und es geht nach links. Ich drücke nach links und es geht nach oben. Ich drücke rechts und es geht nach unten. Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist absichtlich so komisch. Was muss ich jetzt machen? Nö, kann nicht falsch eingestellt sein. Eben war es ja noch richtig. Ich habe ja gerade denselben Emulator benutzt. Da ging alles. Probier mal gerade alle Knöpfe aus, aber nichts funktioniert irgendwie hier. Ah, ich glaube, ich hab's kapiert. Das ist eine Scheiße. Ja, okay. Hä? Auf den Ball. Und steuert sich das Kreuz so komisch. So. Wow. Die Musik hat auch schon keinen Bock mehr. Der schlägt auch in die falsche Richtung. Hä, was ist denn das für ein Quatsch? Mit Maussteuerung wird schwer beim Mega Drive-Spiel. Hä? Oh, wow. Das ist das komischste an Steuerung, was ich je gesehen habe. Game over, Player One. Oh, super. War's das? Pet Skill Practice. Hey, Players. Hier schon total komisch. Ich drücke hier einmal drauf und hier scrollt tausend Dinger durch. Ich kann ja nichts einstellen. Was ist das für ein... Press a button you will use. Hä? Ist dem egal, welche ich benutze. Er macht eh, was er will. Schon wieder. Okay. Ist klar. Jetzt kann ich nicht mal sehen, wo ich hinschlagen soll.
Ui, Wahnsinn. Immerhin. Nächste Ebene. Noch zwei Schläge. Das wird eh nix. Ah! Großes Ziel, das erste blöde Loch noch zu treffen in diesen 15 Minuten. Fuck. Das ist strange. So, 9 Bahnen gibt's. Toll. Echt Minigolf war ich aber besser. So. Okay, immerhin. Eine Windmühle rein wäre natürlich wahrscheinlich hier Skill-Super-Gedönse-Punkt. Viel zu viel Power! Oh, was ein Mist. Toll, jetzt brauche ich locker wieder 2 Schläge. Also die Steuerung von diesem Kreuz, ich weiß nicht, was das hier soll. Falsch belegt kann es ja nicht sein. Eben hat ja noch alles gestimmt beim vorigen Spiel. Oh, letzter. Jetzt mal ein bisschen weniger. Komm. Superspiel! Komm! Wir haben noch 7 Minuten, um Bahn 1 abzuschließen. Ja, ist gut. Ja, lass mich doch mal spielen, Spiel. Ja, wenn die Steuerung klappen würde, wäre das Spiel vielleicht gar nicht so schlecht. Ah, hier! Ich kann nicht mal auf die Bahn, ohne dass hier irgendwas... Meine Güte. Ich glaube... Warte mal. Oh, eben funktioniert's lustigerweise. Nachdem ich vom Stick aufs Steuerkreuz gewechselt bin, funktioniert's. Was irgendwie unlogisch ist, weil die normal gleich belegt sind. Aber gut. Das hatte ich auch noch nie, dass die Steuerung von Steuerkreuz und Stick eine andere ist. Wenn ich es nicht selbst so eingestellt habe. Na komm. Und wir müssen das immer so nach hinten ziehen, auf jeden Fall. Boah, ist das schwer. Nicht mal dann schaffst du das.
Okay. Schattmann, geiles Minigolfspiel für das Handy gehabt. Das war echt klasse. Damals noch bei Yamba runtergeladen. Ja, es gab zum Teil auch gute Sachen da. Das Minigolfspiel war echt extrem gut. Das war in so einem Casino-Setting. Und schon in 3D alles, mit Figuren, mit Animierten. Das war für damalige Zeit grafisch der Hammer für ein Handyspiel. Las Vegas, Minigolf, irgendwas hieß das. Danke für den Power-Up. Grüß. Ich glaube nicht, dass wir jemals zur zweiten Bahn kommen. Oh komm. Boah! Das wäre es jetzt gewesen hier. Das konnte man bei diesem Handyspiel nämlich gut. Hier von der Bande ab und dann zack, eingelocht. Das ist ein Scheiß. Ja, 3 Minuten haben wir noch. 3,5. Schaffst du hier diesen abgespaceden Shooter aus Japan? Richtig gut. Und dann hängst du beim Minigolf fest. Klar. Boah. Er hat auch ein recht realistisch-physikalisches Verhalten, dieser Ball. Sei denn, die Bahn ist schief. Cooler, cooler. Oh, toll, wieder abgeprallt. So. Und das könnte man jetzt schaffen. Letzter. Wir haben echt wenig Schläge hier. Ne, jetzt habe ich noch 2. Mensch. Das wäre jetzt natürlich peinlich, wenn ich den jetzt verkacke. Wahrscheinlich tue ich das. Yes! Yeah! Unfassbar! Da! Ich kann's nicht glauben! Hamburger Hill! Das habe ich mir verdient! Boah! Hilfe! Wenn ich jetzt hier verkacke, muss ich ganz von vorne anfangen. Dann werde ich das Spiel nie schaffen. 3 Schläge nur! Hamburger klicken. Ui, Ketchup. Ketchupflasche ist auch schon zerschmolzen. Ist hier ein nackter Engel? Was ist denn das für ein komischer... Wow, too much drive. Machen wir mal hier. Combo. Bitch, bitch. Ja, Mist. Ich habe aber den Engel eingesammelt. Oder die Fairy, was auch immer die bringt. Aber ich bin trotzdem Game Over. Nackter Engel, echt. Dann geht's von vorne los. Ha, Hamburger Hill. Tatsächlich. Boah, das schafft es. Wacky Windmill. Ach so, da oben stand gerade 15 Strokes. Ich habe für... Hä? Warum steht da jetzt 15? Hä? Eben waren es doch viel weniger. Vielleicht im anderen Schwierigkeitsgrad. War ich eben nicht bei Practice ebenfalls? Ah. Oh. Ich dachte, ich hatte eben schon Practice.
Toll, jetzt wo die Zeit um ist. Ja! Wow, das, ja, Minigolf. Definitiv nix für mich. So, eine neue Runde. Das war ja eine schöne Pleite jetzt. Aber Minigolf für den Mega Drive. Wusste ich auch nicht, dass sowas existiert. Das ist echt immer das Coole hier im Retro, also im Wunschstream lernst du das Spiel kennen und denkst, wow, sowas gab's. Manchmal entsetzt und manchmal sehr, sehr begeistert. Und das in kürzester Zeit, finde ich echt immer sehr, sehr witzig. So. Chris M., Tommy, Legat, Retro Basti, Patrick Heider, Rampy, Divinity, Bomber, Insider, Saint Boss, Nessie, Simpsons, Na und Electricity. Und Dankeschön für den Follow, Tommy611. Vielen Dank und viel Spaß im Stream. Ach. Oh, nochmal Nessie! Heute läuft's bei dir, würde ich sagen. Ja, dann gleich der nächste japanische Titel. Der Daddlebot scheint dir gesonnen zu sein heute Abend. Ja, kann passieren, dass du auch zweimal gewinnst oder dreimal. Sorry. Ja, brauchst nicht sorry zu sagen. Ganbare Goemon Kikira. Was für ein System ist das? SNES. Konami. Das hier, Samurai Pizza Cat. Nice, nice. 95. Okay. Verstehen natürlich nix. Spielen wir mal. So, Speicherslots. Ey, das ist gut. Rollschuhman!
Yes! Auch süß. Kaboom! Okay, ein japanisches Spiel, das in China spielt. Die werfen hier mit Pfandflaschen durch die Gegend. Ja, damit! 25 Cent drauf, hallo? Nehme ich gern. Alter Pfandflaschensammler. Oh. Ein bisschen rabiater schlagen hier, die sind krass drauf. Oh, ich konnte auch irgendwas werfen nehmen. Wow, shit. Opa mit Hut. Er ist ein Opa mit Hut hier, ja, mit seinem Beutelchen. Ah, ich kann die Flaschen auch schon wegballern. Ja, das macht es ein bisschen einfacher. Ist das witzig? Ich glaube, die spawnen immer wieder nach. Bringt gar nichts hier stehen zu bleiben. Bin schon ein bisschen von letzter Woche gewohnt bei Streets of Rage. Kann ich da hoch? Hoch? Yeah, ich kann. Hi! Brückenman, ciao. Danke, Legat, für den Follow. Und ja, keine Ahnung, was der mir jetzt sagt. Das muss mir Nessie dann mal übersetzen. Wahrscheinlich ein altjapanisches Zitat. Boah, ich glaube, den Kleinen sollte ich nicht hauen. Kleine Patrick Stars. Weiß nicht, tun die mir was? Nö. Dann hau ich es auch nicht. Hi! Ich nehme hier den Spieß. Krieg ich den? Nö. Habt ihr mal drüber gesprochen? Ups, sorry. Ich wollte dich hier gar nicht hauen. Daneben geschlagen. Och, komm! Dangos. So was ähnliches wie Reisbällchen. Die gar nicht rund sind. Was ich jetzt auch diese Woche gelernt habe. Ui. Ist nie so aggro drauf hier. Werfen die mit ihren Pfandflaschen? Oder wollen die mich hier reich machen? Hi! Ja, irgendwas 3. Also, ich muss über die Brücke. Nein! Hilfe! Shit. Ciao. Jetzt mal langsam zu voll hier. So, da geht's noch mal runter. Hi. Du bist strange. Deine Kollegin auch. Ich kann in jedes Haus rein, aber keine Ahnung, was die für mich tun. Weiß nicht, ob es hier auch eine Fanübersetzung gibt. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es auch nicht. Ich denke, dass ich irgendwas kaufen muss und es irgendjemanden bringen muss und aber das wird schwer. Den waren wir schon. Oder ist das ein anderer? Nee, rechts ist Sackgasse. Da ist ein Zaun.
Oh, doch nicht. Verwechselt. Sorry. Oh, wir haben es geschafft. Hätten wir ja mal ein Schild hinstellen können. Goal. Goal versteht man überall. Das sieht gut aus. So, sind wir raus aus unserem Kaff. Ohne irgendwas gekauft zu haben. Das haben wir wahrscheinlich keine Chance hier. In der Fremde. Ja, und ich bin schon mal abgestürzt. Jo. Wer ist er denn? Hula Hupfleisch Arschi. That's strange. Continue. Roter Blanker. Doing. Der explodiert in lauter Socken, habt ihr das mal gesehen? Lauter Tennissocken. Ja, du Sau. So. Was geht denn hier? Oh, Katzi! Ich will Katzi haben. Oh, und ein Elefant. Wie komisch an Katzi. Hier hoch. Oh, respawning. Toll. Wegen Winke, Katzi. Bin ich draufgegangen? Hallo, langsam. Guckt aber böse, das Winke, Katzi. Oh. Und da ist ein Topf. Klirr. Ah. Ich sehe schon. Oh, du Sau! Dummer! Okay, Winke Katzi bleibt da. What the? Mann, stirb! Stirb! Warum laufen hier mit Autoreifen rum? Alle drauf hier! Hallo? Aufpassen hier. Hi. Cool. So, nächstes Kaff. Da ist der Starter. Kann ich wieder Sachen kaufen, die ich keine Ahnung habe. Jo, diesmal kein Happy Happy. Schade. Versuchen wir wieder nach rechts zu gehen, ob es da weitergeht. Oh, Blumen. Hier ist schön. Blumenoma. Das ist schön hier. Die tun mir auch gar nichts irgendwie. Keine Ahnung, was
das jetzt genau soll. Ja, das ist irgendwie Power-Ups und man kann wahrscheinlich zur Story oder wie man irgendwas richtig macht, erfahren. Vielleicht reden die auch nur belanglosen Quatsch, wie in vielen dieser Spiele. Zelda 2 zum Beispiel. Hi. Hallo. So, habe ich irgendwas entschieden? Wahrscheinlich war es falsch. Ja. Das war wohl falsch. Jetzt habe ich sie verzürnt. Ja, ganz offensichtlich. Ja, es war eindeutig verkehrt. Puh, das ist natürlich schwer bei sowas. Vielleicht kommen wir nochmal in so ein Action-Level, das war ja ganz gut. Aber zur Story, ja, weiß ich jetzt nicht. Was hier abgeht. Geh mal hier lang. Wer ist das denn da rechts auf dem Poster? Genie? Ah. Der Karte nach links? Da habe ich aber, glaube ich, angefangen, oder? Nach links angefangen und dann nach rechts weitergegangen. Ja, Mori wäre jetzt gut, ja. So, ich versuche jetzt mal was anderes zu wählen. So, eben habe ich das oberste gewählt. Machen wir jetzt das. Und da habe ich, glaube ich, das unterste. Mache ich jetzt das obere. Und da habe ich das unterste. Mache ich jetzt auch das obere. Super, was? So geht's. Oh, Tanuki! Tanuki-Mädel! Toll, das ist jetzt Raterei hier. Ich weiß es doch. Ja, das war natürlich wieder falsch. Tot! Ich glaube, rechts heißt Continue oder links dann aufhören. Links? Bitte? Hier meinst du? Ah, stimmt. Da waren wir noch gar nicht. Ah, okay. Was ist das für ein Symbol? Hilfe! Ich bin gleich gebannt hier. Okay, das Symbol hat ja nicht überall die Bedeutung, die es hier hat. Muss man ja auch mal sagen. Was? Das war... Bitte? Kaboom, nee. Rechts rum? Na, viel geht hier nicht. Strange. Na, viel passiert auch nicht. Puh, ich muss irgendwo hier wieder weiter. Aber da muss man die richtigen Fragen beantworten oder richtig mit ihr reden. Und das wird schwer. Boom. Hey, ich kann ihn doch treffen.
muss man mal ganz genau treffen. Zabusch. What? Danke, Klotz, für den Follow. Viel Spaß im Stream. Ist gut. Das war ja alles richtig. Nee. Ach, das habe ich schon verkackt. Okay, ich würde sagen, Nessie sagt, wir können weiter raffeln, weil bringt nichts, wenn wir hier nichts verstehen. Naja. Dann eine neue Runde. So, aber die Musik ist schön. Die lassen wir mal im Hintergrund. Kein Problem. Trotzdem ein witziges Spiel. Blöde Kuh. Genau. Ding dum dum dum. Ja, wäre jetzt schön, wenn Mori da gewesen wäre. Der hätte das jetzt schön übersetzt. Okay, wir closen. Und viel Glück an alles. Gewinnt Tommy 611. Du bist der Gewinner. Was magst du sehen? Bock Pikachu für ein Pokémon-Spiel, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, scheinbar. Dim 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 dim. Ach so, das war das Emote Bock Pikachu. Ich sehe hier nämlich ich sehe hier die Winner-Message in Streamlabs Bots und da steht Pock Pikachu. Ich dachte, das wäre das Spiel gewesen. Das war das Emote. Stussel. Klingt so blöd. Ja, ich habe nur das hier gesehen. Pock Pikachu. Was ist das für ein Spiel? Oh Mann. So Last Striker war das, Game Boy. Okay. So. Pock Pikachu, neues Spiel. So. Das ist einer der ganz alten Dinge, einer der Starttitel vom Game Boy. Ein schöner Baller, Weltraumballer-Shooter. Den hatte ich damals mal ausgeliehen von einem Schulkameraden. Im Tausch
Er hatte so lange von mir... Ich weiß gar nicht, was ich... Puh, ich glaube... Hab ich ihm gegeben? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube Nintendo World Cup. Und irgendwann haben wir mal getauscht für ein paar Wochen. DuckTales hat er von mir bekommen und ich habe Gargoyles Quest bekommen. Womit ich überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Was auch ein extrem schweres Spiel ist. Hey, die werfen hier mit diesen... Wie heißen diese Nudeln? Verfalle? Das Schmetterlingsnudeln. Krieg ich Hunger. Boom. Firebrand, richtig. Vom Bösewicht zum Held aufgestiegen. Ach komm. Ich hab den Bruchteil einer Sekunde gerade mal hier auf mein Dings geguckt. Ja. Das sollte man nicht. Tommy hat 15 Minuten. Das blaue Zeichen heißt, dass er bei Twitch Prime ist. Ja, hier sieht man noch, da hat man die Grafik des Gameboys noch nicht ausgenutzt. Hat man nicht gewusst, was da alles drauf möglich ist. Wenn man sich mal die Spiele von, ja, der späteren Zeit anguckt. Allein das Flintstones Movie-Spiel, was echt geil ist. Eins meiner Lieblings-Gameboy-Spiele. Sieht so geil aus. Ah, Nudel-Shooter, Hilfe! Ja. Kabusch! Genau, Amazon Prime ist auch gleichzeitig Twitch Prime dann. Fliegende Fidget Spinner. Eieiei. Den Weltraum-Shooter auf dem Gameboy, den ich öfters gespielt habe, war R-Type. Und später dann auf dem Super Nintendo Super R-Type, was auch ein geiles, aber asozial schweres Spiel war. Sau schwer. Aber ich hab's geliebt. Aber ich hab's keinen Skill natürlich. Ich hab's nur im leichtesten Schwierigkeitsgrad durchgeschafft. Leider. Und da war es schon schwer. Kaboom! So! Wie schön, wie es gleich läuft, wenn man sich mal konzentriert. Das war, glaube ich, auch, warum man früher in Spielen besser war. Man hatte seine volle 100%ige Konzentration auf dem Spiel. Jetzt ist hier noch Technik, wo man gucken muss. Ein Chat ist noch da und, ne? Man ist auch ein paar Jahre älter, natürlich. Gehen wir's zu. Deswegen ist man heute in den ganzen Spielen nicht mehr so gut wie damals. Schubididu-du-du. Schniedel-di-bu. Schnudel-di-bi-da-bu. Uiuiui. Yeah, dreifach. Dreifach Reiskorn-Shooter. Ja, bop, bop. Oh, ist die noch zurückballern, ist nicht nett.
Nein, 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 nein. Fuck! Leben! Ah, es war so simpel damals. Einfach Spiel rein und ein bisschen rumballern, fertig. Ach ja. Mist, diese Zeiten schon ein bisschen. Nicht komplett, aber ein bisschen. So, nächster komische Boss. Ups. Eieiei, hau ab. So, wenigstens kannst du deine Knödel hier auch abschießen, die der hier ballert. Kartoffelknödel schieße. Kaboom. Ciao. Next Stage. Ja, im Speedrun hat er kein Problem. Wahrscheinlich schafft er das schon in 10 Minuten. Oh, auf der Straße. Das erinnert mich jetzt an ein C64-Spiel. Wie hieß das noch? Ah. Das war mal auf irgendeinem Magazin war das drin. Da haben wir kein Flugzeug gesteuert, sondern einen Rennwagen. Der hat aber auch auf so einer 4-5-spurigen Straße, so einer Rennstrecke, dann ballernde Autos wegschießen müssen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß. Ich hab's aber auch mal let's played, kurz. Oder angezockt. Sehr, sehr ähnlich. Uff. Nee, nicht Chase Hawk HQ. So, in irgendeinem C64er Spielemagazin war das mal auf der Diskette drauf. Glaube ich, irgendwie von deutschen Entwicklern. Ich weiß auch nicht mehr. Gerade komme ich nicht auf den Namen. Hallo? Hältst aber was aus hier. Ach, Mensch, nicht einfach. Und das waren auch noch die alten Zeiten. Man hat's gespielt, bis es durch war. So war das. Hallo Chris Dark TV. Schönen guten Abend. Und vielen Dank für den Follow, Chris. Ein weiterer Chris hier bei uns. Langsam müssen wir sie durchnummerieren. Es war Zeit, dass der Chris 76 mal wieder auftaucht. Ui! Ach, come on! Ja, den vermissen wir alle, glaube ich. Jetzt ist die. Ist der Fokus futsch. Ich sehe es schon. Stimmt, Bloody Mary auch nicht mehr lange gesehen. Das ist leider so, auch in der ganzen Zeit bei YouTube. Immer wieder auch Stammzuschauer, die dann auf einmal weg waren. Dafür kommen dann wieder neue. Ein Kommen und Gehen ist das. Na. Von Hinata Dragon hört man auch nichts mehr. War schon lange nicht mehr. Ja.
Hallo Troopers, danke für den Follow. Das war jetzt natürlich ganz schlecht. Ich hoffe, von den Zuschauern der allerersten Stunde ist überhaupt keine mehr dabei. Obwohl, in der ersten Stunde hatte ich sowieso keine. So geht's schon mal los. Hallo Kaite, David. Gruß an Engel zurück, dankeschön. Juch! Hilfe! Oh, die hasse ich, diese komischen Smarties. Schabadibidibidu. Nein! Smarties sind lecker, ja. Hatte ich schon ewig nicht mehr. Früher als Kind habe ich die in meinen Mund gesteckt und dann eine Minute drin gelassen. Dann sind sie dann weggeschmolzen langsam. Nein! Okay, hey, mit dem Schuss geht das ruckzuck. Hat was von Gallagher, ja. Ist ja eine Sparversion davon. Ich weiß gar nicht, wie viel Level das Ding hat. Wie gesagt, es hieß ja, man kann es in 10 Minuten oder eine Viertelstunde durchschaffen. Wenn man sich ein bisschen konzentriert, nicht so wie ich. Ei. Schlecht. Leben! Klasse! Also alle 50.000 Punkte. Na, heftig. Jeder Gegner gibt nur 200. Gegner, Entschuldigung. Falsch gesagt. Ach ja, komm. Komm, den wollen wir noch wegballern. Bevor die nächste Runde kommt. Jetzt habe ich natürlich hier den Einfachschuss. Das wird ja eh nix. Das dauert ja 100 Jahre. Okay. Schade, Schokolade. Okay. Dann neue Runde. So.
Euch allen viel Glück. Wenn schon, denn schon. Gegner, genau. Sorry. So. Das war Solar Striker. Ein sehr schöner Klassiker. Ja, diese schönen Game Boy Launch-Titel gefallen mir sehr gut. Weil das sind so Spiele, die kann man wirklich auch mal so, ne, nebenbei mal wegzocken. Ganz kurz mal anspielen und ein bisschen Spaß haben. So. Will noch jemand mitmachen? Ausrufezeichen Raffle in den Chat schreiben und wenn ihr gezogen werdet, einen Spielewunsch. 15 Minuten und für Abonnenten 20. Düdelüdüdü. Schniedeldü. Nee, wie es hier oben steht. Da. Ganz schön schwer. Okay, Chris, dann ziehen wir mal Glückwunsch an Patrick Heider. Du gewinnst. Was darf's denn sein? So. Klassische Mario World. Gerne doch. Schubidub, schubidub. So. Gucken wir, ob wir es schaffen bis zum ersten Boss. Oh, du hast so 20 Minuten, das schaffen wir locker. Brutal Mario World. Brutal Mario war cool. Es war nicht so schwer wie Kaizo. Konnte man auch ohne Save State schaffen, aber es war schon sauschwer. So. Kann es auch in 20 Minuten durchzucken, das stimmt, aber. Ist ja kein Speedrun-Stream hier. Überlasse ich lieber den Leuten, die das beherrschen. Speedrun über die Star Road. Bomber, danke für den Follow. Das ist komisch in letzter Zeit, sind Follows von Leuten, die schon lange zugucken. Habt ihr nie gefollowt oder habt ihr neue Accounts? Das ist verwirrend.
Ups. Ach, ein Sub war das. Ah, oh, ich muss mal spezielle Sounds für Subs machen und nicht für Follows. Ich höre immer nur den Sound. Und guck, guck mal drüber. Dankeschön, Bombe, auf jeden Fall für den Sub. Vielen, 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 vielen Dank. Und, oh, Nessie? Nessie hat Bomber den Sub geschenkt, dann sage ich mal auch Danke für an Nessie. Das ist verwirrend alles. Danke euch beiden, ganz einfach. Nessie, die Subgifterin. Und danke an Golden State für 55 Bits, vielen Dank. Schibidubu. Dank Nessie sind bald alle Subs, ja, sie ist kommen. Ach, das Spiel ist so schön. Ach ja, da hängen auch viele Erinnerungen dran. Das ist schon cool. Bei jedem von diesem alten Spiel hat man eine Erinnerung, wo man es damals zuerst gezockt hat. Hier war es das Kaufhaus. Bei... Ah, wo war es? Bei Hertie damals, genau. Zum ersten Mal Super Mario World gezockt. Überhaupt zum ersten Mal Super Nintendo. Die hatten nämlich so eine Riesenfläche gehabt, zeitweise, wo die ganzen Anzock-Konsolen gestanden sind. Da haben wir uns wirklich ständig getroffen nach der Schule und samstags morgens bis Geschäftsschluss. Das waren noch Zeiten hier. Samstag mittags 13 Uhr haben die Geschäfte zugemacht. Oder war es 14 Uhr? Ne, ich glaube 14 Uhr war es. Es kennen die Jungen heute gar nicht mehr. Samstag, 14 Uhr, haben alle Geschäfte zugemacht. Dann kam die Straßenreinigung durch die Innenstadt, hat sauber gemacht und dann war die Stadt wie ausgestorben. Wahnsinn. Dann war frei, dann war das Wochenende eingeläutet. So, ich hätte gerne mal die 50 geschafft, weil Divinity hat mir nicht geglaubt, dass man hier 50 Sterne holen kann. Muss er wirklich ganz, ganz oben mit dem letzten Pixel sein, dann schafft man es auch. Dann kriegt man, glaube ich, sogar 3 Leben. Ging es bis 13 Uhr? Ich meine, es war 14 Uhr bei uns. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und es gab den langen Donnerstag. Das war schon so crazy. Donnerstags bis 20.30 Uhr konnte man auch abends einkaufen. Sonst war ja 18 Uhr. Oder 18.30 Uhr. Schicht im Schacht. Shit! Oh, da ist ja alles okay. Fast wieder Yoshi geopfert. Langer Samstag bis 16 Uhr, genau. Das war aber nur am in den Adventswochenenden. Ich versuche es mal zu zeigen. Am leichtesten ist das, wenn man eine Feder hat. Da kann man so langsam dann hinschweben. Ich versuche es aber auch mal so. Na, hier schaffen wir es jetzt, glaube ich, nicht. Ja, hier wird es schwer. Kommen wir nicht mal hin. Kann man sich auch mehrere Spiele nacheinander nochmal wünschen. Ja, im selben Stream jetzt nicht. Das wäre ein bisschen zu heftig, also. Könntest dir es theoretisch im nächsten Stream wieder wünschen, wenn du gezogen wirst.
Ah, gibt doch noch so viele andere Spiele. Katzi! Poki hieß der, glaube ich. Einen Patrick Safe State. Ja, das könnte man auch machen. Ah! Ja, soll ja auch ein bisschen eine schöne Mischung sein. Nicht immer das gleiche. Bisschen Abwechslung. Eps. Ach, tschüss, Yoshi. Abgesoffen. Schade, dass das Geisterhaus im Wald so weit weg ist. Würde auch gerne mal mit dem Hochfliegen. Ja, da war ich ein bisschen verwirrt. Man kann es auch anders erreichen, diesen Geheimausgang. Ja, sorry. Spiel's halt heute noch so, wie ich es auch früher schon immer gespielt habe. War jetzt nicht immer die richtigste Methode oder die schnellste und weiß nicht. Aber so habe ich es halt immer gespielt und so hat es funktioniert. So, ich mache jetzt den Sound mal kurz ganz leise. Ich will nämlich nicht, dass das gemutet wird. Denn die Musik wird oft gemutet von Twitch. Deswegen mal sorry gerade. Ah, komm, steuern. Nein! Shit. Die Schlossmusik wird gern, ja, ist mir mal aufgefallen. Rup. Gab's damals bei den Nintendo oder bei den Let's Plays von dem Spiel auch schon immer. Bei YouTube die Meldung, geschützte Musik. Und es war immer hier diese blöde Schlossmusik. Bei den anderen gab's nie was auszusetzen. Na ja. Okay. Han! Iggy, Penner. Ciao. So. Kannst auch Schlümpfe, ja. Das erste Level-Shit werde ich auch noch schaffen. Kein Problem. Oh, Nessie ist aufgestiegen ins zweite Level. Apple Pippin. Kennt auch kein Mensch mehr wahrscheinlich heute. Könnt ihr mal ein Bild zeigen im Konsolen-Homecomputer-Buch demnächst. Glückwunsch. Heißt, du bist, ja, 7,67 Stunden, genau. So, machen wir hier die schnelle Methode. Zack. Vielleicht schaffen wir es diesmal.
Was wirklich auf dem Pixel, wo es auf der höchsten Ebene ist, dann muss man das Ding berühren. Schaff's auch nicht oft, aber ab und zu klappt's. Ich darf auch nie wieder einen Stream verpassen. Puste doch eh meistens nicht. So, das Level finde ich doof. Machen wir lieber hier nochmal das Geheimlevel. Och, ist das süß. Dankeschön. Och, wie nett. Ist das schön. Das geht ja runter wie Öl hier. Ich mach's bei deinen auch nicht anders. So. Mal hier den Football-Heini wegballern. Der ist ein bisschen lästig. Welches Level in Super Mario World ist nicht fertig programmiert? Oh, das ist interessant. Ich weiß gar nicht, dass es da eins gibt. Jetzt könnte man das ganze Spiel mal durchspielen und bei jedem gucken. Weil bei einem würde man vielleicht drauf kommen, aber so wüsste ich es jetzt nicht. Shit. Donut 2? Ehrlich? Das eben mit. Das wäre das Autoscroll-Level gewesen, das in der Höhle. Ist nicht fertig programmiert. Das nach dem Zeitschloss-Level. Donut 2, das ist doch das in der Höhle eben, oder? Das nach dem, wo wir eben gerade drin waren. Upsi. Es sind nur zwei Yoshi-Münzen drin. Das ist mir auch nie aufgefallen. Oh, super. Yes! Die anderen wurden vergessen. Das ist auch interessant, das wusste ich auch nicht. So, ja, der erste Auftritt von den Boos hier. So, komm, versuchen wir mal, die Sternenwelt wegzuhauen. Hätte ich mich ein bisschen beeilt. Hätten wir es vielleicht wirklich noch durchspielen können. Das ist wirklich verpeilt. Ist es in allen Versionen so? Auch in der japanischen, amerikanischen? Echt, ey. Das ist nicht schlecht. Thank you.
Außer ein Hex. So, kommen wir denn da raus? Manila Dome. Bringt uns natürlich nichts. Aber hier kriegen wir einen blauen Yoshi. Na komm. Ja. So, mal möglichst lang mit Yoshi hier zu schwimmen, weil er so schön schnell ist. Nehmen. Nicht fressen den Stern, genau. Dann wird er nämlich gleich groß. Schinski. Ich glaube, unten rechts kamen wir bei Bowser's Valley raus. Das heißt, wir müssen noch 2 Level schaffen. Na gut, das geht zap zarab. Ups. Dummer Lucky Two! Ich könnte ja mal auf den Power-Switch kommen, dass die hier zumindest werden. Wie wär's denn? Und Yoshi darf ich hier nicht draufspringen, sonst geht die Wolke auch weg. Ah! Oh. Lucky Two ist immer nervig. Zack. Weg. Ja, hätte ich mich bald, hätte ich das locker geschafft in der Zeit. Und das Level dauert noch ein bisschen länger. Ach, schaffen wir nicht mehr. Bowser's Valley müssen wir, glaube ich, auch noch ein Schloss vorher schaffen. Bevor wir zu ihm kommen, aber... Ansonsten klappt das eigentlich ganz gut. Scheiße. Ich bin so doof. Aber natürlich schlau. Ja, tschüss Yoshi. Hat nicht sollen sein mit uns. Zeit ist eh gleich rum. Oh, du Depp. Gah! Ja. Ganz toll. Ah, ich hätte gern die 50 mal geschafft, leider. Hat nicht sollen sein. Gut, alles klar. Danke, Patrick, für deinen Wunsch. Und neue Runde ist gestartet. So. Ich denke mal, diese und die nächste Runde machen wir noch. Ich habe mir überlegt, auch mal oder unter der Woche oder einen längeren Wunschstream zu machen. Sonntags. Ne, sonntags wird schwer, aber vielleicht mal freitags abends. Wüsste ich nicht, ob genug Leute sich einfinden. Sonntags ist ja schon ein bisschen bekannt, dass hier Wunschstream ist. Nicht, dass da nur 15 Leute zugucken, immer dieselben gewinnen. Aber gut, können wir vielleicht auch mal machen. Ja, Doppel-Accounts. Komm, du hast doch schon... Du hast doch schon 17, das bedeutet auch die Zahl. 17. Account ist das jetzt bei dir schon.
Ja, Moment, samstags Open End. Freitags könnte ich... Ja, nächste Woche ging nicht, aber die darauf habe ich wieder samstags frei. Snessitz. Genau. Schu-du-du-du. So, gut, wir schließen. Uneslü. Genau. Okay, und es gewinnt. Simpsons 01. Glückwunsch. Du darfst wählen. Bonanza Brass. Ich meine, das hätte ich mal irgendwo gesehen in irgendeinem Review auf YouTube. Options. Ja, schön, wenn das Spiel immer easy anbietet, was dann immer noch schwer genug für mich ist. Lust, meinen Müll runterzubringen. Was geht denn hier ab? Nee, so Sachen mit Zapper gehen leider nicht. Sorry. Ansonsten Duck Hunt wäre echt interessant. Aber kann leider nicht spielen. Was zur Hölle? Bonanza Brothers. Das hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, dass sowas kommt. Okay, wir müssen vor der Polizei fliehen. Ne? Wow. Wir schießen natürlich nur mit Gummikugeln. Wir wollen hier keinen töten. Und müssen hier Beute machen. Oh, hier. Ja, wir haben 1. Mai in Berlin hier. Junge, Junge. Warum drücke ich Pause? Was ist das für ein komisches... Ich habe jetzt 2 Knöpfe, die Pause auslösen. Game over. Ach so, ich kann den da oben auch steuern. Continue. Ach so, ich kann den oben mit dem... Das ist jetzt wieder so Doppelbelegung. Ich kann den oben mit dem Stick steuern und unten den Typ im Steuerkreuz. Das ist ja total strange. Was verliert denn der da? Disketten! Wie cool. Floppy Disks. Wow. Sehr gewöhnungsbedürftige Steuerung, aber scheint ein witziges Spiel zu sein. So, der wieder weg. Game over. Knast. Mach doch mal die Tür auf da oben. Da kann ja gar nichts. Hab ich schon aus Versehen 2 Player gewählt? Ich meine, ich hätte einen Player gewählt. Ja, nehme ich den roten hier. Hey, Polizist. Komm her. Wow. Gehen wir mal nach oben. Wow. Wow. Hier diese Schutzschild-Heinis, die sind ein bisschen doof. Ich verstehe keinen Spaß. Wow. So. So, wir haben eine... Wow. Disc. Steh auf. Wow. Wow. Hey, hallo! Hau mir die Tür an die... Ich
mich nicht mehr bewegen. Ich häng fest. Ich wurde in der Tür eingeklemmt. Wie in so einem schlechten Slapstick. Ach so, sind wir beide Game Over? Ist ja witzig. Hey, wir wären fast am Ziel gewesen. Exit. So, den da oben lasse ich jetzt mal abschmieren. Irgendwie kann ich den nicht gescheit steuern. Brutales Spiel, so. Genau. Scheint auch aus der Spielhalle zu sein. Exit! You haven't got enough treasures. You joking me? Die Tür macht hier auf. Hey! Jetzt habe ich noch weniger Treasures, danke. Sollte auch mal wissen, wann es gut ist. Oh, die sind dumm. Oh, der bleibt da 100 Jahre am Boden liegen. So. Dann geht's dann noch nach unten. Wow. Schee. Das mag ich, sowas. Was? Puh, heftig. Simpsons hat Viertelstunde. Kein Continue. Brutal. Company. So, funktioniert es jetzt mit einem Player? Ja. Ah ne, ich steuere immer den da oben, den man nicht so richtig steuern kann. Das heißt, ich muss den da unten nehmen. Okay. Wow. Gehen wir jetzt erstmal unten lang. Hehe, perfekt ausgekontert. Zah! Und drüber gesprungen. Toll, dann. Oh! Weg hier. Habe ich wahrscheinlich wieder zu wenig Treasures. Yes, natürlich. Oh, die sind scheiße. Auch alle. Ja, leider. Wow. Hey, ich habe ihn getroffen. Wow. Wow. Wie viel sind es insgesamt? Sind es nur diese zwei Etagen hier? Oh. Und den. Wieder alle abgenommen. So. Yeah! Job completed! Oh, ihr Saftärsche! Das kann man zu zweit spielen, ja. Dafür ist es ausgelegt sogar. Okay, Freunde. So. Tschüssikowski. Ganze Arbeit allein gemacht. Oh ne, jetzt muss ich mit dem anderen hier. Ach so, und den kann ich kaum steuern. Warte mal. Ich muss kurz bei den Options hier. Puh. Hm. Muss ich irgendwann mal einstellen, dass ich das hier beides steuern kann?
kann ihn zwar steuern, aber irgendwie alles vertauscht. Total komisch. Sehr verwirrend. Ah. So, wieder runter. Ah, ich glaube, ich hab's. Die Tür macht er nicht auf, ha? Doch. Hey! Okay, das ist jetzt eine total komische Steuerung für mich. Ich muss ja nur zu meinem Kollegen hier. Aber warum macht er sie jetzt nicht auf? Nee. Er hat aber nichts verloren jetzt. Er hat ja mein Kollege, Alter. Komm. Oh, lauf richtig, du Penne. Keine Pause. Oh. Unter erschwerten Bedingungen hier. So. Oh, stirb doch, Bulle. Bullenschweine. So. Zum Glück ist er tot. Hätte ich auch gleich machen können. Wenn wir den hier mit durchschleppen. Ist ja unglaublich. So, das Haus des Millionärs. Schatzkisten und Geld, Haufen. So. Ach, come on! Aber das ist nicht schön zu steuern. Wer pennt hier? Die schreien so schön. Wow. Oh, du Sau. Das ist ja komisch, dass es da nicht einen ganz normalen Modus gibt. Fullscreen. Es gibt nur diesen Split-Modus hier, was ein bisschen blöd ist. Ansonsten wäre es ein cooles Spiel. Ich habe auch keine Credits mehr. Hm, schade. Mit dem kann ich nicht steuern. Sorry, dann. Ja, würde ich sagen, müssen wir an dieser Stelle leider. Bringt jetzt nichts, nochmal neu zu starten. Okay, dann trotzdem danke für deinen Pick, Simpsons. Ich starte noch mal eine Runde. Ich versuche, wenn du wieder gewinnst, dir die nächsten mal 3 Minuten zusätzlich zu geben. Aber wenn sie es nicht steuern lässt, dann bringt das auch nichts mehr. Aber trotzdem, schönes Spiel. Okay. So, seid ihr jetzt alle wach? Schön. Ja.
Ach schön. Jetzt bin ich broke. Oh, 4 Talerchen hast du nur noch. Mensch, Mensch. Ja, ist die letzte Runde für heute Abend. Also nochmal mitmachen. So, und der Gewinner ist Divinity. Schön, dass dich auch noch getroffen hat heute. Ah, die Taler sind hier, ja, die sammelst du, während du den Stream guckst, automatisch. Und damit kannst du hier solche Sounds triggern. Die kosten dann unterschiedlich viel. Und wenn du wissen willst, welche Sounds das so gibt, einfach Ausrufezeichen Sounds in den Chat. Da steht dann, was es gibt und wie viel Taler es kostet. Days before Christmas. Fantastisch. Ja, das ist schön. Oh, ich bin im falschen Ordner. Oh, ein Master-System-Ordner gerade. So. Wem hat das Spiel immer so gefallen? War das Tino Reuter? War sein Lieblingsspiel. Und Servus Markus. So, wow, easy. Dino. Ach Gott, kommt mir erst wie gestern vor, als hier der Weihnachtsstream war, wenn ich hier Glühwein getrunken habe und es draußen kalt war. Und jetzt draußen 30 Grad und hier drin 32 und wir spielen ein Weihnachtsspiel. Herrlich! Ups. Ich weiß gar nicht, wie ich da runterkam. Hier kann ich nicht vorbei, hey? Nö. Hier konnte man auf jeden Fall hoch. Schimmelimmelim. Hier lang, glaube ich. Hey, Maus. Nicht frech werden hier. Bombi. Sehr schön. Das Spiel kam ja, glaube ich, meines Wissens nur in Australien raus. Eigentlich schade.
Ja, passt eigentlich nicht. In Australien hätte eigentlich Sommer sein müssen jetzt. Yeah! Also das Level erinnert mich ein bisschen an die Eishöhle in... oder das Eislevel in Ghouls and Ghosts. Ja, mit Fantasie, aber trotzdem irgendwie... Aho, toll. So, Rentier befreut. Können wir weiter, ne? Bussa. Oh, Pingu. Du musst auch alle roten Nasen drücken, ne? Oi, oi, oi. Checkpoint. Das war schlecht. Hier geht's lang. So, Helfer befreit. Ja. Nein, falsch. Ja, dummer Pingu. Heidewitzka. Wer verschenkt denn Pinguine? Oh. Kurz vor Tod. Kacke! Yes. Ja, hält hier auch. Hier, kannst du mal drauf drücken. Grafik, ja, die ist schön. Oh, Spielzeugfabrik. Dieses Tier, es erinnert mich immer an die Schönen und das Biest. Da gab es auch solche komischen
gestalten. Muss ich immer dran denken, wenn ich hier das sehe. Könnte aus dem Film sein. Sieht aus wie die Uhr. Die Uhr. Nein. Jetzt der im Spiel. Brauchst du auch mal wieder eine? Fass mal. Nix, aua, was hast du verdient? Yeah! The Evil Snowman! Das war ein schönes Level. Wieder draußen. Soup, deep, deep, shooby-doo. Das sieht auch mal süß aus hier. Ja. Ups! Shit! Abgesoffen! Chimpedum-dum-dum. Der Schneemann aus Donkey Kong Country 3. Bleak hieß der da, oder? Bleak. Ja, da war so ein schönes Lachen. Der hat sich buchstäblich totgelacht. Siehst diese blöde Plattform nie? Hi, Fisch. Dummer Fisch. Boah, rutscht der da runter, Doofkopf. Schnee rumlaufen. Kann das Geräusch mal machen hier. Oh, Snowman. ASMR kannst du gut. Ha!
Over England! So, wir werden den ganzen Quatsch abladen. Hey, yep. Letzter auf YouTube mal wieder Mr. Bean geguckt. Weihnachtsfolge, die ist auch witzig. Christmas Socks. So, ach, da freuen sich die Kiddies, so. Shit! Ja, grad noch. Tower Bridge! Na! Okay, das böse Kind kriegt nix. Haha, genau. You put the turkey on. Flooded basement. Kaffee. Das wird er doch. Genau. Kaffee. Mach dem zum Akrolaus. Aber die Silvesterfolge von Mr. Bean fand ich auch klasse. Ah, die war genial. Oh, das ist wieder so eine dumme Stelle, wo diese blöden Bretter rein und raus fahren. Ah! Mann, rutsch doch! Ein bisschen abwarten hier. Ja. Ah, ich glaube nicht. Die Kinder, die da ein Super Nintendo hatten, die waren es schon gewohnt. Manchmal strange Sachen zu sehen. Heidewitzka. Ah, shit. Oh, weißt du auch nie. Ah, come on! Was ein Scheiß-Level. Das habe ich schon gehasst. Und nie weiß, welche Plattform da sich bewegt, welche nicht. Nee, nee. Nee, 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 nee. Das ist ein Scheiß. Santa Claus, Sonja, Adler, Claudia. Das ist wieder Agrolaus. Freut sie sich? Nur weil ich Sergei hier tippe. Sergei, Popka. Oh, was denn? Das Spiel hat auch seine Schwächen. Ist nicht so Top-Steuerung. Ist nicht die schlechteste, aber ist auch nicht so die beste. Ist ein solides Spiel, aber...
Vor allem, wenn er hier... Er haut ja und springt dabei. Das ist... Muss man immer mit einberechnen. Deswegen ist das... Agrolaus nicht so leicht. Also. Dumme Spinne. Den Spinnen werden Geschenke. Wer verschenkt denn Spinnen? Ah, das Re- Ja. Ja, das ist echt scheiß Level-Design. Come on. Ciao, Chris, Doc. Mach's gut. Schibbel. Schibbel. Mann, mir ist so warm. So warm ist mir. Ups. Es geht gar nichts mehr. Ah, Zeit zum Heier machen hier. Langsam. Schubum, Schubum, Schnudeldibum. Hey! Der springt doch irgendwie so ein Ticken zu spät, habe ich den Eindruck. Ja, 45 Sekunden lohnt sich jetzt nicht mal. Gucken wir uns nochmal den schönen Startbildschirm an. Aber Dankeschön, Divinity, für den schönen Wahl. Es hat mich jetzt nicht so abgekühlt, leider. Ich hab's gehofft. Dafür ist es einfach zu warm hier. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open bitch. Entschuldigung. Ich bin reif für das Bätschern. So. Alright. So, das war wieder ein netter Raffle-Stream heute Abend. Der macht mir besonders viel Spaß. Wahrscheinlich, weil ihr auch euch viel Spaß macht. So, zack, das machen wir weg. Und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. 3 Stunden 15. Wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, am nächsten Samstagabend. Vielleicht versuche ich mich mal am... Ich weiß, ich werde es bereuen, aber vielleicht versuche ich mich mal an Gianna Sisters Twisted Dreams. Ich weiß, wie schwer es ist, aber versuchen kann man es ja mal. Denn ich denke, nächsten Samstag wird es wieder sommerlich warm. Dann lassen wir den Horror nochmal flöten und machen nochmal was Alternatives. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen Kollegen unter der Woche. Morgen ist, glaube ich, Divinity dran. Und ja, bei ihr und allen anderen viel Spaß. Euch noch einen schönen Abend, schönes Restwochenende und bis Samstag spätestens. Ciao, ciao.